Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. In der letzten Folge ist Leslie abgehauen und wir müssen diesen Mechanismus entschärfen. Und das wollen wir mal eben tun. Gegenstand erhalten. Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Ist klar. Ich werde mich mal ein wenig langsamer fortbewegen, weil man hier so gut wie gar nichts sieht. Wie ihr seht. Also, oder auch nicht. Also, ich sehe auch nichts. War das Licht? Steuerung, Information. Wir halten Sprinten, verbraucht Ausdauer. Alles klar, ich habe Ausdauer. Ich finde das nicht gut, dass ich Ausdauer habe. So, na dann. Die Frage ist, wo genau muss ich hin? Streichhölzer benutzen. Steuerung, Information. Nähere dich einem am Boden liegenden Gegner und drücke B, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Ach, kannst du sie? Wenn die gleichen Gegner... Also die gleichen Leichen oder was? Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Ah ja. Gut. Gib mir mal erstmal das. Oh, wir haben schon ganz schön viel. Ein Streichholz. Na dann. Oh. Ich will das aber auch irgendwie sehen, ja? Dreh dich mal einfach nur um. So, jetzt verbrennen wir ihn. Das hat bestimmt irgendeinen ganz tollen, sinnvollen Zweck, den ich noch nicht weiß. Vielleicht können die dann nicht mehr auferstehen, oder? Ich weiß es nicht. Ach, what the fuck? Die verbrennt ja komplett. Das ist interessant. Okay, das ist recht generisch gehalten. So, hat hier nicht irgendwas geblinkt? Blinkte hier nicht etwas? Nein. Okay. Dann muss ich wohl zu dieser Tür, die mit Blut geschmiert ist, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas? Können wir hier irgendwas sammeln, oder? Nö, hier haben wir eine Wand. Ich hatte gehofft, hier liegt irgendwie was, aber... anscheinend nicht. Aber wir können noch ein bisschen hier lang gehen. Wo kommen wir denn hier hin? Ich glaube, hier geht es viel zu weit weiter, um zu sagen, ich... geh da schon mal hin. Ich will erstmal dann in die Hütte gehen. Falls man überhaupt reinkommt. Und sie... geiler Spiegel. Brauche ich auch. Ich nehme erstmal das hier mit. Kann man im Spiegel vielleicht irgendwas jetzt machen? Was ist das hier? Tagebuch von Sebastian Castellanos, November 2004. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Städte zu beschützen. Okay, dann finden wir auch ein bisschen was über ihn heraus. Scheiße! Was zur Hölle ist hier los? Okay, jetzt sind wir wieder hier in dieser... Was? Schon wieder hier? Klinik? Ich verliere den Verstand. Mich würde mal interessieren, was letztlich mit dem guten Sebastian los ist. Aber er hat noch seine Ausrüstung. Hier. Lampe. Die ich nicht brauche, aber ist ja egal. Da ist nämlich noch so ein Teil und ich glaube, jetzt kann man da bestimmt auch... irgendwas machen, oder? Naja, wir wollen uns das mal anschauen. Ob wir da jetzt irgendwo hinkommen.
Ach so. Ah ja. Okay, wir können damit wieder zurückreisen. Wie wir es möchten im Grunde. Oh, scheiße, ich habe zu früh losgelassen. Jetzt würde mich aber interessieren... Warum? Hä? Hm? Ich bin verwirrt. Warum bin ich jetzt auf einmal hier? Was ist hier los? Das Spiel ist ein bisschen suspekt. Okay, ich kann... Aha. Ich vermute, diese Spiegel haben noch eine... vielleicht wichtige Bedeutung. Ich kann sie jetzt noch nicht ganz herausfinden. Vielleicht zwischen Realität, wenn man das hier als real bezeichnen möchte, und seiner Gedankenwelt. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. Ich habe aber momentan absolut keine Ahnung. So. Na gut, egal. Wir gehen... Okay. Kann man den vielleicht irgendwie ausschalten? Schleichangriff. Töte Gegner, die dich nicht bemerkt haben. Blitzschnell, alles klar. Dann hoffe ich, er klopft noch ein bisschen weiter gegen die Tür. Wenn er nicht fragt, ob jemand zu Hause... Hängen ihm da Eingeweide raus, oder... Oh! Nee. Das waren keine Eingeweide, das waren nur ein Seil. Okay. Puh. Schnell verbrennen. Wir müssen es tun. Ich weiß nicht, warum. Aber wir müssen es tun. Aber ich denke schon, dass die dann keine Gefahr mehr sind und komplett... Ich habe keine Ahnung. Es ist ganz wichtig. Offenbar. So, wo hat er sich... Ach, der wird wahrscheinlich herausgelaufen sein, ne? Denke ich mir einfach mal. Warum läufst du weg? Bleib da einfach stehen. Ja, ich denke mir, hab mir schon gedacht, dass das hier so funktioniert. So, bevor wir jetzt hinterherrennen, werde ich hier erstmal ein bisschen gucken. Ah ne, somit ziele ich, so sprinte ich. Ach, das war eine Ausdauer, das ist gut, gut zu wissen. Da brennt etwas. Warum brennt denn da etwas? Ja Mensch, wer hat denn hier Feuer gemacht? Kriegt man eigentlich Schaden durch Feuer? Ach so, nee, man kann da gar nicht rein, alles klar. Halt die Schnauze, du Tür. Ich... Boah. Ah ja, gehen wir mal rein, was soll's, ne? Was soll da schon passieren? Alte, rostige Tür, die von alleine zugeht. Nicht gut ausgeleuchteter Platz. Ist doch alles super. Da geht man noch gerne hin. Könnt ihr mal meine Lampe anmachen. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo... Gar nicht weiter. Aha. Na, ist ja fantastisch. Dahin vielleicht? Ist das zu weit? Oh. Hat wohl nicht ganz funktioniert. Ja. Na gut. Ach du Scheiße. Was sind denn das für kranke Typen? Ich könnte jetzt beide von hinten vielleicht ausschalten, wenn er sich ein bisschen beeilen würde, der Gute. Nicht umdrehen. Schön weiterlaufen. Sei brav, lauf einfach weiter. Sehr gut. Hast du fein gemacht. Oh.
Oh cool, der hat Patronen. Das finde ich doch schön. So, der andere ist da hinten. Da müsste ich jetzt... Scheiße. Kommt der jetzt zurück oder bleibt er da nur doof stehen? Jetzt komme ich da, glaube ich, auch nicht mehr rum, ne? Ich will jetzt eigentlich auch ungern schießen. Er hat auf jeden Fall einen sehr interessanten Körperschmuck. Der ist schon recht hübsch. So. Boah, ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Notiz aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier einen Leuchtturm am See? Stand er schon immer da? Das kreisende Licht streift mich. Durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal etwas mitnimmt. Aber ich weiß nicht, was es ist. Alles klar. Sind das vielleicht Erinnerungen von ihm? Ich habe keine Ahnung. Ich stell mal einfach eine These. Nicht bewegen. Ich stell einfach mal eine These auf. Man kann ja ein bisschen spekulieren. Oh, hier ist ein Loch im Haus. Ich glaube, das gehört sich eigentlich nicht so. Auch gut, dass ich erstmal gar nicht in den Raum gucke. Ich gucke direkt hier so an die Wand, ne, wo mir nichts passieren kann. Wenn jetzt da einer gewesen wäre, so ein Gegner, dann wäre doof. Please make me Licht. Da liegt eine Frau. Ist die tot? Oh, 5 Streichhölzer. Kann ich schon ein paar Leichen verbrennen. Ach, die kann ich einfach... Okay. Ich verbrenne hier alles. Jede Leiche, die ich sehe, wird verbrannt. Hat leider nichts hinterlassen. Schade. Was haben wir hier? Pornos? Ach man. Aha. Hier könnte ich jetzt mich drinnen verstecken, was ich ja nicht brauche, weil hier gibt es erstmal keine... Oh, hier sind wieder so eine Fallen. Warte mal. Kann ich die auch irgendwie... So. Muss ja ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass ich da plötzlich auf einmal reinlaufe und dann zack, bin ich tot. Das wäre auch nicht so schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, durch die schwarzen Balken ist die Sicht irgendwie eingeschränkt. Das ist wahrscheinlich totaler Blödsinn, aber... Wahrscheinlich ist das auch genau der Effekt, den man damit erzielen wollte. Ich habe immer das Gefühl, dass nach oben hin noch... Es ist so ganz, ganz strange. So, den hatte ich verbrannt, da hatte ich, glaube ich, noch eins. Okay, jetzt können wir da hingehen. Wir können da hingehen. Na gut, wir gehen erstmal hier lang. Ich denke mal, hier kommen wir eh nicht weiter. Hier ist Wasser. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Ich vermute, dort wartet ein Geheimnis. Das wir vielleicht irgendwann lüften werden. Aber noch kommen wir nicht rüber. Dazu bräuchten wir ein Boot. Das haben wir nicht. Bis es soweit ist... Dauert es noch ein bisschen. So, da haben wir wieder so eine wunderhübsche Person. Ich finde die schon ganz toll. Da ist ja noch eine. Jetzt wird es aber schwer hier. Jetzt muss man sich auf mehrere konzentrieren. Finde ich nicht in Ordnung. So, pass mal auf, wie viele sind hier. Kann ich den da hinlocken? Los, geh zur Flasche hin. Jetzt mach... Ich hoffe, es guckt kein anderer zu. Komm schon! Töten! Hat funktioniert. Sehr schön. Warum soll ich die verbrennen? Naja. Ich hinterfrage nicht, ich tue einfach. Wo geht's hier hin? Die haben sich da schon bestimmt einen Kopf drum gemacht, warum man die verbrennen soll. Ah, da ist noch ein Haus. Okay. Naja. Wir werden uns hier mal ein bisschen umschauen. Ist ja so semi-open world. Das heißt, man muss auch überlegen, glaube ich, wo man als erstes hingeht. Nicht, dass man irgendetwas vielleicht verpasst. Da hinten ist was. Hier war noch irgendeine mit... Hallo? Mit, Moment, hier ist eine Flasche. Könnte bedeuten, hier wäre gleich vielleicht noch irgendwo eine. Was haben wir hier? Ein paar Streichhölzer. Ein bisschen Munition. Ich habe ja mittlerweile wieder ein bisschen was an Muni. Ganz kurz gucken. Ach so.
Aha, ich kann nur 10 Schuss mitnehmen. Ist ja bombastisch. Okay, man wird da auch noch limitiert vom Spiel. Na dann. Ach da, guck mal. Kann ich hier zufällig rüberklettern? Jawohl, kann ich. Wo ist das Ding? Steht da? Oh oh. Oh oh. Halt die Schnauze! Du. Aua. Oh oh. Oh oh. Okay. Es ist die Frage, wie nehme ich diese Spritzen? Ich muss diese Spritzen nehmen. Hau sie dir rein, Junge. Und jetzt vielleicht wegrennen, wenn eine Möglichkeit. So, wie nehme ich denn jetzt aber die Spritzen genau? Muss ich die echt hier auswählen, dann zack, nehmen und dann ist gut. Ich nehme mal noch eine. Mein Gott, wir haben ja 2 Stück gehabt. Jetzt haben wir keine mehr, läuft. Der hat funkelnde Augen. Guck mal. Ach so, dadurch kann ich ihn nicht treffen, ist klar. Okay, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt was ganz Dummes. Oh. Ja, Mensch. Da ist ihm wohl der Kopf abgegangen. Okay, den Schuss hätte man sich eigentlich sparen müssen. Aber ist scheißegal. Ich höre Geräusche. Ja, Geräusche, die ich nicht so gut finde. So, hier haben wir noch eine Flasche, um abzulenken. Aha. Sehr hübsches Schlafzimmer. Wo geht's denn hier hin? Ach ja, wie sorglos ich hier doch rumlaufe. Hier müsste auch einer sein. Überall, wo Flaschen sind, müsste hier so ein Vieh sein. Aber ich sehe keins. Hm. Dann ist nur Holz, also hier ist auch nichts Interessantes sonst. Das heißt, ich lasse getrost mal die Flasche da liegen. Und würde mal sagen, ich würde gern das hier haben. Bauen wir mal eben ab. Oh, voll daneben geschossen. Wie, das war überhaupt nicht daneben. Blöder. Ach du Scheiße, hier sind 2 von denen, kann das gerade sein? Ich muss mal eben abhauen hier. Hilfe! Sind die intelligent? Ich glaube, die sind aber nicht sonderlich intelligent, oder? Die verlieren einen auch. Das wäre voll geil, ohne Scheiß. Okay, so ein Kampf gegen die ist, glaube ich, nicht unbedingt das Klügste, was man machen kann. Wie viele sind da? Ich weiß nicht, ob sie wissen, wo ich bin. Wenn die das wissen, habe ich ein Problem. Ah, noch wartet er wie so ein Volltrottel hier rum. Ich glaube, der weiß nicht, wo ich bin. Oder er weiß es doch und er versucht mich nur zu natzen. Das kann natürlich sein. Machen wir das Licht aus? Ich glaube, der weiß doch, wo ich bin, oder? Geht er jetzt wieder weg? Tatsache. Na, nicht umdrehen. Das ist verboten. So. Okay, ein direkter Zweikampf ist nicht empfehlenswert. Also nehmen wir uns eine Flasche mit, damit wir sie ablenken können. Ist jetzt noch so ein Ding drin oder war das nur einer? Weil der war ja plötzlich hinter mir. Okay, das Ding habe ich aber, ne? Ja. Okay, das war schon mal sehr spannend. Ich habe immer noch keine Ahnung, worum es hier geht, was hier eigentlich abgeht und überhaupt. Aber ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann werden wir mal ein wenig weiter untersuchen und gucken, was in dieser kranken Welt abgeht. Bis dahin, haut rein, Leute.